Und wieder einmal herzlich willkommen zurück zu meinem Oblivion Let's Play. Ihr kennt es ja. Ja, und jetzt bin ich wieder zurück in Chardenal. In dem letzten Part bin ich ja noch in Anvil gewesen und habe da einen Auftrag für Asan erledigt. Und der hat mir dann halt gesagt, dass er nichts weiteres für mich hat und dass ich es jetzt mal wieder bei Burz Krokashi in Chardenal versuchen soll. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich hoffe, dass er da ist. Schauen wir gleich mal nach. Klopf, klopf. Hä? Was zum... Nee, das ist Kell von den Inseln. Den habe ich nicht gesucht. Ich meine den lieben Furz Krokashi, unseren besten Ork-Kumpel. Ach, da kommt er gerade. Steh bleiben. Ich habe einen Auftrag für euch. Ich schätze, ihr werdet euch nicht blamieren. Das hoffe ich auch. Kennst du Gerüchte? Wenn ihr Rüstung sucht, solltet ihr mit Tertia Viduzia reden. Ach so, na gut. Also, was ist das für ein Auftrag? Es ist von Bien Amelion aus Stade. Sie benötigt etwas aus ihrem Familiengrab. Vermasselt es nicht. Quest angefügt, Amelions Schuld. Okay, und wer ist diese Bien Amelion? Wo kann ich sie jetzt finden? Also in Stade hast du gesagt? Ihr findet sie in Stade. Das ist auf eurer Karte gekennzeichnet. Na stimmt. Also, vielen Dank und lebt wohl. Macht euch zu dem Dorf auf, ihr Lama-Esel. Ach ja. Freundlich wie eh und je, unser lieber Burz Krokashi. Aber das soll mich nicht weiter stören. Zum Glück bin ich schon mal in Stade gewesen, beziehungsweise bin einfach mal vorbeigegangen und hab's schon auf meiner Karte richtig eingezeichnet. Also kann ich da auch schnell hinreisen. Ich will jetzt nur noch gucken, ob ich hier nicht noch ein bisschen mehr aufschnappen kann. Wer ist das da? Ich kenne euch nicht. Ui. Und ich will euch auch nicht kennenlernen. Das ist dieser Ulrich Leland, mit dem spreche ich jetzt mal lieber nicht. Wen haben wir hier? Wie geht's? Verschwindet! Oder ich reiße euch den Arm aus. Warum sind die eigentlich alle immer so unfreundlich zu mir? Ganretel, ich bilde Hunde aus. Und Menschen. Aber Hunde sind mir lieber. Die Menschen unterrichte ich in fortgeschrittener Akrobatik. Und hoch das Bein, den Hunden bringe ich bei, Menschen zu beißen. Na, das ist ja sehr nett. Es gibt Menschen und es gibt Hunde. Hunde sind loyal und dumm. Menschen sind klug und verschlagen. Ich halte mich lieber an die Hunde. Ich würde nicht gerade sagen, dass Hunde dumm sind. Was kann ich bei dir trainieren? Ihr müsst noch viel lernen. Ah ja, Akrobatik kann ich bei ihr trainieren. Macht weite Sprünge und vermeidet Schaden, wenn ihr aus großer Höhe fahrt. Fertigkeit ist drin als Geselle, eure Fertigkeit Novize. Kosten pro Training nur 120. Und ich hab beinahe 50.000 Gold, das ist so krass. Naja, ich seid bereit für den Training. Dann trainiere ich halt ein bisschen. Akrobatik ist bei mir eh so lahm. So, eure Akrobatik-Fertigkeit verbessern. Gleich nochmal. Mal sehen, ob wir euch nicht ein paar Dinge beibringen können. Gut, dass ihr euch verbessern wolltet. Mal sehen, ob wir euch nicht ein paar Dinge beibringen können. Passt gut auf und ihr könnt viel lernen. So, 5-mal Akrobatik-Fertigkeit verbessert, das ist sehr schön und lebt wohl. Wiedersehen. So, wie sieht's überhaupt mit meinen Werten jetzt wieder aus? Ich habe ja zuletzt wieder ein Level abvollzogen, bin jetzt auf Stufe 17. Das ist schon mal sehr gut. Genau, meine Werte sehen jetzt eben hier so aus. Ich glaube, nächstes Mal sollte ich mich endlich mal ein bisschen mehr um vielleicht Schnelligkeit, Geschicklichkeit und auch ein bisschen vielleicht um Willenskraft kümmern, dass ich das wieder steigere. Aufstieg zur nächsten Stufe ist gerade bei 0%, aber hier Waffenschmied 99%, Schwertkampf 95%. Also das wird sich beides sehr schnell steigern. Athletik 35, Akrobatik 17. Illusion. Das ist auch gut, Illusion. Nur noch ein bisschen dann um einen Punkt steigern, dann bin ich da wenigstens auch schon Lehrling. Blocken auf 30, ja, Handelsgeschick, Schleichen, ja, Wortgewandte ist auch ziemlich bescheiden. Handelsgeschick dauert auch noch ein bisschen mehr, bis ich das wieder steigern kann. Ja, bin jetzt immerhin ein Schwertkämpfer, der Kämpfergilde, aber wenn ich den einen Auftrag erledige, dann kriege ich wieder einen besseren Rang. Und ich habe eben zuletzt ein wirklich tolles Ebenerz-Langschwert gefunden. Das wiegt zwar 44, es ist verdammt schwer, aber es hat einen Angriffswert von 14. Also habe ich mich jetzt mal, naja, ich sage jetzt nicht getrennt,
habe ich mich nicht von meinem frierenden Schwert, das habe ich einfach in meiner Villa Flugfels wieder in die Truhe gepackt und alles andere auch, was ich so nicht unbedingt brauche. Aber es sieht, erstens sieht es richtig geil aus, ne? Hier so schön schwarz-gold verziert. Das ist, ja, also Ebenerzwaffen sind die zweitstärksten Waffen im Spiel, die man finden kann. Die allerstärksten sind eben dädrische Waffen, aber auch die kann man nur finden und nirgends kaufen. Ebenerzwaffen genauso wenig oder auch Rüstungsteile kann man nur finden und nirgends kaufen. Da hatte ich ja Glück, dass einer schon so ein Schwert dabei hatte. Ja, komm. Ja, das sagen sie alle. So. Oh, eine Nierenwurz. Cool. Schön gepflückt. So, ich will nur noch gucken, weil gerade in Chardenal habe ich noch einige Nebenquests, die ich machen kann, wobei ich mir bei der einen oder anderen absichtlich noch Zeit lasse, aus gutem Grund. Ja gut, hier haben wir jetzt eine Statue und hier die Kapelle, ein paar Häuser. Also ein paar hier sehen ganz okay aus, das eine ist ein bisschen runtergekommen. Hier steht wieder so ein Bettler. Und hier wieder diese alte Elfen-Tussi. Das ist eigentlich egal. Na, ich werde mal hinreisen, ja. Ich mache mich auf den Weg nach Stade. Das ist jetzt hier unten. Ne, hier. Gleich gegenüber von Grenzburg. Da bin ich zum Glück schon mal alles hier den Weg so schön runtergelaufen. Also auf nach Stade! So. Ich glaube, die wohnt nämlich da vorne. Schauen, darf ich überhaupt rein? Ne, darf ich jetzt noch nicht. Es ist schon relativ spät. Wie machen wir denn das am besten? 10 Stunden warten erstmal. So, dann ist es wenigstens Tag. Dann wird sie mich schon reinlassen. Wenn nicht, komme ich trotzdem rein. So. Darf ich jetzt rein? Immer noch nicht. Ist mir egal. Hier gibt's keinen, du kommst hier nicht rein. Ich bin trotzdem drin. Ihr solltet jetzt gehen. Na, Moment mal. Hallo, ihr müsst von der Kämpfergilde sein. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich brauche eure Hilfe, um gewisse Schulden zu begleichen. Okay. Ich bin Bien Amelion. Ja, nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht, vor allem, weil es auch da rechts unten steht. Kennst du Gerüchte? Cyrodiil ist im Norden und Osten von den hohen Gebirgszügen des Geral und des Valus umgeben. Das weiß ich auch schon alles, aber was sind das für Schulden? Ich fürchte ja. Mein Vater hatte ein kleines Problem mit der Spielerei. Leider war er hoch verschuldet. Als er gestorben ist, habe ich seine Schulden geerbt. Wo ist euer Vater? Fort. Aus unserem Hause verschleppt, in der Nacht. Ich würde gerne Schwert und Rüstung meines Großvaters verkaufen, um die Schuld zu begleichen. Sonst bin ich die Nächste. Wie hoch sind die Schulden? Eine Menge, über 1000 Septime. Mein Vater war ein ziemlicher Spieler. Ein ziemlich schlechter Spieler. Okay, und was ist das hier für ein Schwert und eine Rüstung? Sie waren eine Grabbeigabe für meinen Großvater. Das Schwert und der Panzer sind viel wert, da sie verzaubert waren. Sie sollten meine Schulden decken. Holt sie doch bitte für mich. Quest aktualisiert. So, und auch hier habe ich witzigerweise zwei Möglichkeiten, die Quest voranzutreiben. Entweder frage ich sie jetzt, wo Schwert und Rüstung sind, oder wenn ich genug Gold habe, dann kann ich auch hier das anklicken, nehmt dieses Geld für eure Schulden, dann könnte ich ihre Schulden selber bezahlen, aber das werde ich nicht machen, abgesehen davon, dass es mir zu schade ist, 1000 Gold einfach so herzugeben, auch wenn ich genug hätte, trotzdem, ich möchte ja wissen, wo sind Schwert und Rüstung? Nicht weit weg, im Familiengrab meiner Vorfahren. Hier, ich kann es euch auf eurer Karte zeigen. Bitte bringt sie mir zurück, damit ich die Schulden meines Vaters begleichen kann. Okay. Kartenmarkierung hinzugefügt. Na dann, vielen Dank und lebt wohl. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Aber natürlich. Das bin ich doch irgendwie für jeden. Und dann mache ich mich gleich mal auf. Das ist jetzt nämlich gleich hier unten, das Amelion-Grab. Am besten zum Nordosten und dann einfach raus aus Lea Wien und dann bin ich auch schon da. So, aha, da vorne haben wir gleich mal ein Oblivion-Tor. Richtig direkt vor den Eingang nach Lea Wien ist auch ziemlich übel.
Werde ich mir aber gleich mal einzeigen lassen. Oh, schon wieder eine Nierenwurzel. Da habe ich ja bald irgendwann wieder genug für den lieben Sinterion. Aber ich glaube, da fehlen mir doch noch einige. Diesmal will er, glaube ich, für das starke Elixier schon 30 Stück haben. So. Ihr habt gefunden, ein Tor nach Oblivion. Irgendwelche Gegner hier? Nee, irgendwie gar nicht. Das ist, Familiengrab ist gleich da vorne. Gleich da vorne, wo dieses helle... Freunde, seht mal, da vorne, dieses Vieh da, das ist was ganz Neues. Ist bisher noch nie aufgetaucht, weil ich noch nicht so einen hohen Level hatte. Das da vorne ist nämlich ein Daedrot und hier ist wieder so ein dummer Schlachtfisch. So, gib mir deine Schuppen. Knochen brauche ich eher nicht. Oh mein Gott. Oh, und jetzt kommt auch noch ein Flammenatronage da raus. Was willst du hier? Sterben! Zack! So, Schwertkampffertigkeit verbessert, supi. Flammenatronage, Feuersalze. So, dann lieber... nicht Oblivion-Tor. Hä? Gut, das funktioniert gerade nicht, dann leckt mir doch. So, ich gehe, wie gesagt, das Vieh da vorne ist ein Daedrot. Ich weiß gar nicht, ab welchem Level die auftauchen, aber die sind ziemlich übel. Richtig gefährliche Riesenechsen. So, hier. Zack. Alter, die können ganz schön ausholen mit ihren fetten Klauen. Los, komm doch. Hey. Alter. Wow. Aua. Stirb doch mal. Oh, zack. So, und als Beute von denen kriegt man einen Daedrot-Zahn. Infravision, Eisschild, Mühsal und Licht. Ja, das ist eine ganz neue Alchemie-Zutat. Also hätte ich mal an, wie dieses Vieh aussieht. Das sieht aus wie so ein wild gewordener Alligator auf zwei Beinen. Irgendwie so richtig übel. Aber sieht einfach nur kacke aus, wenn der hier so rumliegt. Also deswegen Disable und weg. So. Gut, dann haben wir jetzt, wie gesagt, gleich hier vorne den Eingang. Ihr habt gefunden Ameliongraben. Da komme ich übrigens auch wirklich nur hinein, wenn ich diese Quest hier mache. Ansonsten ist nämlich der Eingang verschlossen. Ich finde es gerade super, dass ich hier so viel Somnarius Farnwedel sammeln kann. Dann kann ich mir dann später wieder Federtränke brauen. So, was haben wir hier noch? Ja, Hundsrute. Und das hier wächst, verstehe ich hier auch nicht ganz. Okay, schalten wir gleich mal auf die Umgebungskarte um und Federzauber, Lichtzauber und hinein. Gut. Also, das heißt, ich muss jetzt die Rüstung und das Schwert von Brusev Amelion finden. Das ist alles hier in dieser Höhle, in diesem Familiengrab platziert. Oh mein Gott, schon wieder ein fürchterlicher Zombie, der fürchterlich stinkt. Oh. Nee, ernsthaft, das sieht doch aus, als würden die total stinken, ey. Das ist so eklig. So, Moment mal. Feuer. Ich will nur keine Krankheiten von denen haben. Das ist so ekelhaft. Ja, Kräfte lassen nach. Komm, friss Feuer. Und zack. So, tot. Ja, natürlich wird auch das Familiengrab schon von Zombies oder vielleicht auch Geistern bewacht. Was haben wir hier? 3 Elfenpfeile. Ein Dietrich und 37 Gold. Nicht schlecht. Oh oh. So, ja, magische Kraft schwindet, das ist nicht gut. Starker Hexereitrank und ein normaler und noch einer. So. Aha, und ein Skelettheld. Autsch. Was willst du denn von mir, du blödes Vieh? Und tot. Eine Silberkriegsaxt, nicht schlecht. Und wieder ein bisschen Knochenmehl. So, aha, was haben wir hier? Seil ziehen? Aha, eine Geheimtür und... nicht noch so ein Stinker! Alter, ey, das ist so eklig! Wie kann man nur so hässlich sein?
davon. Ich brauche mal Heilzauber, die mir hier immer so anfallen. Oh, Kräfte lassen nach. Ihr Mann, stirbt doch mal! Und tot. Alter, das ist doch nicht zu fassen. So eine Frechheit. Ekelhaft. So, jetzt habe ich hier gerade einen Geheimgang freigelegt. Ich hoffe, ich bin überhaupt auf dem... Ja, ich bin sogar auf dem richtigen Weg. Das ist gut. Und noch ein Zombie. Los, komm doch. Du Stinker. Jawohl! Ihr habt dazugelernt, als frisch gebackener Lehrling der Illusion wisst ihr nun, was echt ist und was nicht. Und wie ihr den Geist eurer Gegner verwirren könnt. Ihr könnt nun Illusionszauber der Lehrlingsstufe wirken. Na bitte, ist doch toll. Ist doch richtig toll. So, du bist nicht toll, du bist hässlich und stinkst. Haust du ab! Ihr seid infiziert mit Astraldämpfe, natürlich! Danke, du Mistvieh! Missgeburt, ey! Oh, Mann, das glaube ich jetzt nicht. So, dann eben ein Welkenstein. So. Und starker Heiltrank und normaler Heiltrank und noch einer. So. Und... Moment, hier, Krankheit heilen. Hehehe. So, schon habe ich keine Astraldämpfe mehr auf mir. Zum Glück habe ich sowas noch dabei gehabt. Sollte man immer dabei haben. So, was haben wir hier drin? Zwei Truhen gleich. Ein starkes Übelkeitsgift, 49 Gold und schwache Heiltrank und ein normaler Heiltrank. Na, immerhin. Gut, hier geht es nämlich noch weiter. Tiefer in das Familiengrab hinein. Oder? Naja gut, zumindest eine normale Holztür. So, wo bin ich jetzt genau? Ah ja, doch. Die Sarkophag haben jetzt gleich da vorne. Hier ist nämlich eh nichts. Doch. Oh, das liegt einfach so hier rum. Seht mal. Brusev Amelions Schild. Her damit. Das liegt hier einfach so rum. Das muss man jetzt wirklich alles aufsammeln. Da darf man nichts übersehen. Den Schild habe ich also jetzt schon mal gefunden. So, Sarkophagkammer. Da müsste ich dann den Rest finden. Heiltrank. Oh Gott, ich habe schon wieder irgendwas gehört. Jo. Was zum... Ach du Scheiße, ein Skelettmeister. Das sind ja die stärksten Skelette, die es gibt. Skelettmeister, der kann sich sogar eigene andere Skelette beschwören. Man, hör dir mal auf mich hier zu. Oh mein Gott! Shit! Alter, jetzt geht's ja richtig zur Sache hier. Seid ihr irre? Ach du Scheiße. Verdammt. Es sind ein bisschen viele auf einmal. Hallo, geht's noch? Na wartet. Ich habe zum Glück auch immer noch meinen Magierstab des Schocks dabei, aber den sollte ich vielleicht mal aufladen, obwohl 25 benutzen könnte noch reichen. Zack, zack, zack. So, na wartet. Dann eben so. So. Zack. Bams. Bam. Boom. Das waren jetzt ganz schön viele, die haben mich jetzt ein bisschen bedrängt, muss ich schon sagen. Das geht ja mal gar nicht. So, erstmal Sachen reparieren. So, Waffenschildfertigkeit verbessert, ist auch gut. So. Alter, aber seht mal, was die dabei hatten. Vulkanglas Claymore. Richtig geil. Stahlschild, so, Silberstreitkolben, ja, also Skelettmeister sind die stärksten Skelette, die es gibt. Sind eben mit sehr starken Waffen ausgestattet und können eben sogar eigene andere Skelette beschwören. Moment mal, mein Federzauber wirkt ja gar nicht mehr. Tuh. Richtig krass. So, da drin habe ich jetzt... Ah, da habe ich eh schon reingeguckt. Okay. Boah, also das waren jetzt ein bisschen viele auf einem Haufen, muss ich schon sagen. Ah, Ebenerz Diamantring, 44 Goldknochen brauche ich nicht, die sind eh nicht wert. Was haben wir hier noch?
39 Gold. Hier ist wieder nichts, nee. Das ist immer noch nicht ganz. Ich bin gerade mal reingekommen. Da vorne muss wieder irgendwas sein. Oh, das sieht schon... Ach du Scheibenkleber, was ist denn das jetzt hier? Oh mein Gott. Freunde, das hier vorne ist... Ich meine jetzt nicht dieses Skelett. Der kann sogar ein Skelettmeister beschwören. Das ist ein Unterliech. Oder Leech. Leech. Ja, ein Unterliech. Warte, dich werde ich töten, ja. Hey. Zack, schwere Rüstungsfertigkeit verbessert, ey. Witzigerweise kriegt man von solchen Typen auch nur Knochenmehl als Beute, aber auch ihren Zauberstab, in dem Fall einen Stab der Bannung. Schon wieder zu schwer belastet. Federzauber, so, jetzt bin ich es nicht mehr. Durchschnittlich verschlossene Truhe, aufzaubern. Veränderungsfertigkeit auch verbessert, super. Gold-Edelsteinring, 36 Gold. 421 Gold in diesem Sarg? Richtig geil. Ja, damit. Bessere Erholung, großformene Kleidung, braunes Leier, ja, meinetwegen. Nicht schlecht, richtig viel Gold. So, und hier liegt Brusev Amelions Brustharnisch und Brusev Amelions Schwert. Sehr gut. Ich habe Zeremonienschwert und Rüstung aus dem Grab der Amelion geborgen. Ich sollte sie Bien Amelion zurückbringen. Ja, und wie gesagt, den Schild habe ich ja auch schon gefunden. Ein Stück weit davor hier. So. Alter, hier ist ein Unterleech. Also wenn ich auf einer noch höheren Stufe bin, ich glaube ab Stufe 22, 23 oder so, sind das dann richtige Leech. Und die sind dann natürlich noch stärker. Also die sind richtig übel. Gelten eben auch als Untote. Und können, wie ihr gerade gesehen habt, sogar Skelettmeister beschwören. Also das ist richtig krass. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, war das wirklich alles oder gab es hier nicht wirklich so ein komplettes Rüstungsset oder eigentlich nur, wenn wir das mal angucken. Brusev Amelions Schwert ist auch verzaubert, aber nicht gerade stark. Eisschaden 5 Punkte auf Treffer, das hätten sie wesentlich stärker verzaubern können, meiner Meinung nach. Und ist auch wesentlich schwächer als mein Ebenerz-Langschwert. Ich sollte schon wieder reparieren. Wenn schon, denn schon. So. Und Brusev Amelions Brustharnisch ist auch verzaubert. Eisschild 6% auf sich selbst. Ja, Brusev Amelions Schild ist nicht verzaubert. Aber war das nicht so, als gäbe es da nicht noch mehr, oder? Ich weiß nicht. Ich bilde mir ein, es gibt nämlich noch mehr davon. Also auch noch Handschuhe und Beinschienen, bilde ich mir ein. Und vielleicht sogar Stiefel. Aber ich kann jetzt erstmal hier bei dem anderen Ausgang mal raus. Vielleicht finde ich nämlich noch was. So, was haben wir zum Beispiel hier drin? Ein Ork-Brustharnisch, 40 Gold und ich bin zu schwer belastet und... Ah, seht mal! Moment. Moment. Federtrank. So. Meinetwegen auch noch ein Hexereitrank. So, seht mal. Voll fies versteckt hier dazwischen ist Brusev Amelions Helm. Hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Dann wusste ich's doch. Kann man doch ein ganzes Rüstungsset sammeln. Muss man nur aufpassen, dass man alles findet. Den Helm habe ich jetzt auch. So, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Da geht es dann wieder zur Sarkophagkammer. Da geht's raus. Aber warum habe ich noch die anderen Sachen nicht gefunden? Ich will mich nämlich noch kurz ein bisschen umsehen, wenn ihr erlaubt, ob ich nicht noch mehr finden kann. Das ist der Ausgang. Ja, schon klar. Jetzt muss ich wirklich ganz genau gucken. Mein Hallo, ich habe gerade noch einen Helm gefunden. Also ich weiß, dass es da wirklich eine ganze Rüstung gegeben hat. Waldlichtstängel? Ne, also ob das hier wirklich ein bisschen versteckter rumliegt. Oder eben nicht. Also es, bislang ist alles einfach am Boden rumgelegen. Hier vielleicht noch irgendwo war, dass ich das nicht so gleich gesehen habe vielleicht. Vorne. Moment mal, hier eine Truhe, die habe ich noch nicht mal aufgezaubert. So, Moment mal. Und offen. Aha, eine Portion Ektoplasma, wie ist da reingekommen? Die da reingekommen und 39 Gold.
vielleicht noch irgendwie was? Das sind lauter Waldlichtstängel. Ist hier... Ah, Moment. Aha, wow, schwierig verschlossen. Na super. Habe jetzt zum Glück meinen Skelettschlüssel dabei. Und offen! Toll, 29 Gold, Sacklein-Hose, Sacklein-Helm. Dafür haben die den Sarg so fest verschlossen. Aber, ha! Haha, seht mal, hier hinten! Moment, da muss ich doch jetzt bitte irgendwie hinkommen. Warum? Super, jetzt hänge ich fest. Nein, ich hänge fest! Kräfte lassen nach. Ach, jetzt stehe ich auf dem Sarg drauf. Irgendwie so komisch. Was soll denn das jetzt hier? Ich will die Stiefel da hinten. Ah, Bruce Familions Stiefel. Na also, geht doch. So. Gut, die Stiefel habe ich jetzt auch gefunden. Jetzt fehlen, glaube ich, noch Handschuhe und Beinschienen. Die müsste es doch auch noch geben. Ich meine, hallo. Wie gesagt, verzaubert sind, glaube ich, eben nur Schwert und Rüstung. Also der Brustharnisch. Ja, genau. Helm, Schild und Stiefel ist alles nicht verzaubert. Ist aber, wie gesagt, eine einzigartige Rüstung im Spiel und... Oh! Moment mal, da liegen sie! Große Familiens Handschuhe! Einfach so am Boden gelegen. So was, und jetzt war hier voll der fette Erdrutsch. Gut, Handschuhe auch gefunden. Helm, Schild, Stiefel, Brustharnisch, Handschuhe? Ja, fehlen jetzt eigentlich nur noch mehr die Beinschienen. Nur noch mehr die Beinschienen, aber wo bitte gibt's die nochmal? Die muss es ja auch wo geben, ja, weil das gehört ja zu einer kompletten Rüstung dazu. Hm, vielleicht sind die nochmal in der anderen Kammer da. Moment, oder? Ist das da hinten? Hier habe ich ja auch noch nicht reingeguckt. Boah, ein Vulkanglas-Claymore. 28 Gold, geil. Aber, ne, hier liegt jetzt nichts rum. Gut, dass ich die Handschuhe gerade gefunden habe, aber... Dass das hier einfach so rumliegt. Gibt's das überhaupt? Habe ich jetzt hier hinten eigentlich nochmal richtig nachgesehen? Hier? Ja, ja, genau. Da habe ich ja gerade die Stiefel gefunden gehabt. Also, wenn der Part jetzt ein bisschen länger dauert, stört mich das jedenfalls mal nicht, weil ich will hier die komplette Rüstung gerne haben. Also, mir fehlen jetzt, wie gesagt, noch die Beinschienen. Müssen jetzt irgendwo hier noch sein. Wenn sie nicht hier sind, dann vielleicht doch nochmal in der Sarkophagkammer. Mal schön genau schauen. Schau genau. Oh Mann! Jetzt bin ich wieder zum Ausgang gelaufen. Ich Depp! Von wo bin ich jetzt nochmal gekommen? Eh von da. Achso, nee, Quatsch, ich bin aus dem Loch da raus. Nee, das geht ja, das geht dann nicht. Jetzt bin ich schon wieder zu schwibbelastet. Nein, 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 das bin ich nicht. Kannst du knicken. Moment mal, und da vorne? Ah, nee, da habe ich auch schon, okay. Hier. Hier war das doch, ne, mit dieser Geheimtür, weil hier hinten... Nee, sind die auch nicht. Kann sein, dass die jetzt wirklich noch in der anderen Kammer sind, weil hier hätte ich sie sonst vielleicht doch noch irgendwie bemerkt. Oder auch nicht. Da oben vielleicht? Dass die hier oben noch rumliegen? Nee, hier sind nur die zwei Schatztruhen. Nee, ich glaube, dann sind die vielleicht doch dort vorne irgendwo. Hier nochmal genau schauen, dass die hier nicht vielleicht in so einer Nische rumliegen. Das wäre sonst auch ziemlich blöd, wenn ich die jetzt übersehen hätte. Aha, ist noch ein bisschen Kleidung drin, aber die interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Schauen wir nochmal in die Sarkophagkammer. Wie mich die ganzen Skelette angegriffen haben. Ja, das ist so übel gewesen gerade. Wo sind die Beinschienen? Ich will das komplette Set haben. Wo sind die? Angezeigt wird mir jetzt nur der Ausgang. Das ist eh typisch, weil ich schon... Ja, also wichtig ist eigentlich, glaube ich, nur, dass man Brustharnisch und Schwert findet. Die anderen Sachen sind optional, aber wie gesagt, hätte ich eigentlich gerne alles. Also auch die Beinschienen bitte. Wo sind
verdammt nochmal? Wo sind die Beinschienen? Die nicht vielleicht noch irgendwo hier rumliegen. Also hier gab es Brustharnisch und Schwert. Sarg war ich schon drin, da sind jetzt nur mehr Knochen. Truhe ja auch, aber es liegt ja alles draußen. Und ich bin einfach nur blind. Ah, ja, wirklich, seht mal, hier in der Ecke, Bruce Familiens Beinschienen, gesucht und gefunden. So, oh, na bitte, endlich, hab's geschafft. Doch noch alles entdeckt und jetzt nichts wie raus hier. Das Schöne ist, das darf ich nämlich auch behalten. So, soweit ich weiß, darf ich das jetzt wirklich behalten. Also... ne, Moment. Ich mach das lieber so, ich gehe zu Fuß erstmal nach Lea Wien, verkaufe die Beute, was für mich alles zu schwer ist. Also... natürlich jetzt nicht die Rüstung oder so, sondern das ganze andere Zeug. Sonst weiß ich, wenn ich dann wieder schnell reise, dann heißt es wieder, ihr seid zu schwer belastet. Dann sage ich, nein, das bin ich nicht. Und das will ich nicht schon wieder. Also man muss schon sagen, die waren schon ein bisschen fies platziert. Also da muss man wirklich ganz genau hinschauen, dass man die entdeckt. Und wie gesagt, hätte ich jetzt gesagt, dass ich ihre Schulden einfach mal so bezahle, dann... ja, hätte ich natürlich die Rüstung nicht bekommen können und das Schwert. Das wollte ich ja eigentlich schon haben. So. Nachrichtenbürger. Dann gehe ich gleich mal. Ne, nicht hier hin, ich gehe lieber hier hin. Die Trennlinie. So, Hallöchen, Tunceus. Ja? Lass uns handeln. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? So, Feilschen. Okay, das passt eh. Elfenfälle brauche ich schon mal überhaupt nicht. Gut, Silberkrieg, sagst du, wird verkauft. Silberstreitkolben. Der Stab der Bannung. Daran habt ihr viel Gold verdient. Und die drei Vulkanglas Claymore sind zwar ganz nett, wiegen aber viel und ich bin ehrlich gesagt mit meinem Ebenerz-Langschwert mehr als zufrieden, also weg damit. Daran habt ihr viel Gold verdient. Ja, sicher. Ich habe jetzt schon über 52.400, einfach nur geil. So, Ork-Brusthanisch will ich nicht. Stahlschild will ich auch das nicht. Das ist ein echtes Schnäppchen. Ja, natürlich. So, und das hier, wie gesagt, das behalte ich. Mir wiegt alles 21. Okay, hier noch irgendwie was? Nee. Sonst... Nö, das war's. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Das ist doch schön. Schönen Tag. Ja, gleichfalls. So, okay, dann zurück nach Stade. Und Bericht erstatten. So, jedenfalls war die Mission ein voller Erfolg. Kuckuck. Seid erneut gegrüßt. Habt ihr Schwert und Rüstung gefunden? Jupp. Ihr fandet das Gesuchte? Fantastisch. Ihr wisst ja gar nicht, wie viel mir das bedeutet. So. Ha! Hier sind Schwert und Rüstung. Ja, na Moment mal. Das ist aber jetzt nicht so schön. Ich könnte jetzt sagen, hier sind Schwert und Rüstung, dass ich es ihr gebe oder nehmt dieses Geld für eure Schulden. Ja, nee, ich will das aber bitte behalten, hallo? Nehmt dieses Geld für eure Schulden, meinetwegen, dann zahle ich halt doch die Schulden, aber ich wollte eben die Rüstungsteile haben, die kriegt das nicht von mir, kann sie wohl vergessen. Ich hab Dank. Dies ist genug, um die Schuldner zu bezahlen. Bitte behaltet Schwert und Rüstung, bis ich euch auszahlen kann. Nochmals danke. So, 1000 Gold entfernt. Quest aktualisiert, aber dafür durfte ich jetzt Schwert und Brustharnisch behalten. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel mir eure Hilfe bedeutet. Nochmals danke. Gut, das habe ich so gar nicht mehr gewusst. Ich bin so dankbar. Na dann, passt es ja.
Ja, das ist ja voll fies und gefiegelt, ne? Ich hätte jetzt hier einfach so das Zeug zurückgeben sollen. Also nee, sicher nicht. Ich möchte das gern behalten, auch wenn ich vielleicht lieber eben ein Ebenerz-Langschwert habe und nicht das, aber das sieht trotzdem sehr, sehr toll aus. Ja, hier ist vor allem, es ist schön verziert. Also es sieht aus wie ein Silberlangschwert, ist aber eben verziert mit so einer Gravur, die es sonst bei anderen Silberlangschwertern nicht gibt. Und ebenso, ich kann einfach mal ganz kurz wirklich die ganze Rüstung anziehen, wenn ihr wollt, damit ihr das mal sehen könnt, wie das jetzt aussieht. So. Das ist, es sieht aus wie eine eigens angefertigte, besondere Mithril-Rüstung. So. Ja. Sieht doch geil aus. Doch so, ja, sieht richtig toll aus. Behalte ich mir jetzt einfach mal an. Und dann gehe ich jetzt noch ganz schnell nach Chardinal und spreche noch mit dem lieben Furzkokasch und dann ist dieser doch etwas längere Part zu Ende. Zum Glück habe ich ja doch alles gefunden. Bin ich sehr stolz drauf. Weiß gar nicht, ob ich jetzt, ob ich wirklich in der Rüstung rumlaufen soll. Ich meine, toll aussehen tut sie, ja, aber die hat halt nicht so gute Verteidigungswerte wie meine anderen Sachen. Vor allem gerade mal der Brustharnisch ist verzaubert, alles andere ja nicht. Hä, wer bist denn du? Ach ja? Wer seid ihr? Warum sollte mich das interessieren? Ja, ich brauche euch nicht. Lasst mich in Ruhe. Was? Ich frage ganz lieb und nett, weil mich meine Mutter so erzogen hat. Ach so, natürlich. Was kannst du mir über Chardinal sagen? Was wollt ihr von mir? Sehe ich aus wie ein Wielsklave? Oder was? Los schon! Häkelt einen Topflappen, spielt Flöte oder tut sonst was. Okay, ziemlich schlecht gelaunt. Schönen Tag. Aber sie wünscht mir einen schönen Tag, natürlich. Ja, also sie ist zwar scheiß unfreundlich zu mir, aber sie wünscht mir einen schönen Tag. Beziehungsweise eigentlich eine schöne Nacht. Kann ich jetzt davon ausgehen, dass Putzkokasch pennt? Dann werde ich ihn halt aufwecken, das ist mir auch egal. Natürlich pennt der. Vor allem seht mal, was der anhat, wenn der pennt. Normale Kleidung halt. So, komm, aufstehen. Ich bin wieder da. Ihr müsst den Auftrag für Bienna Melion in Stade erledigen. Wie sieht es aus? Ja, ich hab den Auftrag erledigt. Ihr selbst habt ihre Schulden beglichen, oder? So werdet ihr wohl kaum reich werden, oh nein. Aber der Auftrag ist erledigt. Hier ist eure Bezahlung. So, Quest beendet. Und 400 Gold kriege ich sowieso wieder von ihm, also habe ich zumindest nicht ganz die Hälfte wieder zurückgekriegt. Und wie sieht's mit meinem Fortschritt aus? Ihr habt euch eine Beförderung verdient. Ich ernenne euch hiermit zum Protektor der Kämpfergilde. Ja, das ist doch schön. Und hast du noch einen Auftrag für mich? Ich soll euch nach Koroll schicken. Dort gibt es Arbeit für euch. Sprecht mit Orain. Aha, Quest angefügt, der Sohn des Meisters. Gut, dann vielen Dank. Auf Wiedersehen. Na, jetzt sagt er wenigstens ganz nett und lieb auf Wiedersehen. Ich wurde wieder befördert zum Protektor. Oder besser gesagt zum Beschützer. Ist eigentlich eh das Gleiche. Jetzt bin ich Beschützer der Kämpfergilde und ja. Ich glaube, ich werde aber jetzt nicht schon sofort nach Koroll reisen, sondern lieber zu meiner Villa Flugfelsen dort den Part beenden. Und ja, dann geht's halt zurück nach Koroll. Dann muss ich wieder mit Modrin Orain sprechen. Der hat dann scheinbar einen neuen Auftrag für mich. Und schauen wir, was sich noch ergibt innerhalb der Kämpfergilde. Gut, also Freunde, wieder mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!